Ja, liebe Leute, wow. Landtagswahlprogramm, Europa und jetzt zunächst ein Blick zurück. Der Haushaltsabschluss für das Jahr 2017 liegt euch vor. Im Ergebnis, das sind die ersten Spalten in dem Haushaltsantrag. Im Ergebnis haben wir ein um rund 47.000 Euro besseres Ergebnis gegenüber den Planungen erzielen können. Das ist viel, lässt sich aber erklären. Ein Überschuss in dieser Höhe zeigt nicht, dass die Grünen in Sachsen im Jahr 2017 nicht aktiv waren. Ganz im Gegenteil. Wir waren in diesem Jahr vielfältig engagiert für grüne Themen. Der Überschuss ergibt sich aus verschiedenen Posten. Das sind zum einen höhere Zuschüsse aus der staatlichen Parteienfinanzierung und auch die Mandatsträgerinnenbeiträge. Diese wurden und werden von allen Abgeordneten aus Sachsen im Bundestag und im Landtag vollständig und pünktlich gezahlt. Vielen Dank. Es gibt aber auch Personalkosten, die nicht abgerufen wurden. Dies ist der besonderen Situation in der Landesgeschäftsstelle im Jahr 2017 geschuldet. Seit Juni 2018 sind nun alle Stellen des Personaltableaus wieder voll und vor allem durchgängig besetzt. Das ist gut so und ich meine, das macht sich auch allenthalben bemerkbar. Ich möchte aber auch die geringeren Aufwendungen für den Geschäftsbetrieb erwähnen. Sie zeigen an, dass alle Mitarbeitenden in der Landesgeschäftsstelle und im Landesvorstand gewissenhaft und verantwortlich agierten. Vielen Dank dafür. Nicht zuletzt legten wir im Wahlkampfhaushalt eine Punktlandung hin. An dieser Stelle auch noch einmal ausdrücklich herzlichen Dank an Valentin, der in schwieriger Situation den Wahlkampf gemanagt und auch die Kosten jederzeit im Griff gehabt hat. Vielen Dank. Wie schon beinahe traditionell sind die Spenden ein Wermutstropfen. Wir danken für alle Unterstützung, aber wir haben mehr angesetzt gehabt. Wir sind gefragt, gemeinsam Lösungen zu entwickeln, um die Zahl der Spenden zu erhöhen. Aber dennoch, wir haben unterm Strich unsere finanziellen Ziele erreicht und im Ganzen übertroffen. Mit diesem positiven Ergebnis können wir unsere Wahlkampfrücklage für dieses Jahr stärken. Bitte erlaubt mir noch abschließend ein Wort zur Rechnungsprüfung. Ihr seht, dass sich die Rechnungsprüfung nicht mehr nur auf formelle Kriterien beschränkt, sondern auch die Inhalte genau prüft und so zu einer besseren Transparenz und Rechenschaft beiträgt. Als Landesschatzmeister habe ich dies versprochen und hoffe, dass wir durch solche Instrumente die Qualität unserer Haushaltswirtschaft steigern. Aus diesem Grunde dankt mit mir Astrid und Johannes für ihre gewissenhafte Arbeit. Vielen Dank. Vielen Dank, Sascha.